Tschere! Benjamin, du lieber Elefant, kannst sprechen und bist überall bekannt. Dieser Krach, das ist ja nicht zum Aushalten. Was hältst du nicht mehr aus, Benjamin? Ich glaube, ich dreh durch. Ich will meine Ruhe haben. Töre! Na bitte. So ein klitzekleines, nettes Terrain ist doch manchmal sehr nützlich. Oh. Nein! Ich halte das einfach nicht mehr aus! Ja, es ist wirklich sehr laut, Benjamin! Ich glaube, ich brauche Urlaub. Jawohl. Ruhe, Erholung, Ferien. Heute fangen doch die Ferien an. Hurra, keine Schule! Hm? Ich meine, wir könnten ans Meer fahren, Benjamin. An einen See, auf einen Campingplatz. Nein, Otto, das ist alles nicht das Richtige. Viel zu laut, viel zu viele Leute. Es muss ein Platz sein, an dem es Muckselefantenstill ist. Mucksmäuschenstill, Benjamin. Ach ja. Stille? Das wäre auch was für einen gestressten Raben. Ich hab's, Benjamin. Wir fahren in die Berge. Zu Bauer Humpe. Das ist ein Freund von meinem Vater. Was? In die Berge? Auf einen Bauernhof? Och, nö. Da muhen ja Kühe und blöken Kälber und erst die Hühner. Nein, nein, Benjamin. Da ist es laut. Nein, da ist es ruhig. Wirklich? Stimmt da das? Da kräht doch höchstens mal ein Hahn. Wenn du das sagst, Otto. Da bin ich. Ach, Gulliver. Sieh mal, Benjamin. Gulliver ist schon reisefertig. Was? Oh ja. Ich brauche auch einen Rucksack und Wanderstiefel und meine Badehose.
Benjamin, Benjamin. Aua Humpe, wir kommen. Tada! Juhu! Jüdelie, wir fahren in die Berge. Fahren in die Berge. Dauert dieses Abschied nehmen. Ich passe schon auf, dass Otto nichts passiert. Und denk daran, was ich dir gesagt habe, Benjamin. Zieh dich warm an, hörst du? Und friss dem armen Bauern nicht die letzten Zuckerstückchen vom Kopf. Zuckerstückchen vom Kopf? Ja, du weißt schon. Alles einsteigen, bitte! Türen schließen! Na, dann tschüss, ihr beiden. Auf Wiedersehen, Herr Tierlieb. Tschüss, Wiedersehen. Halt, halt, stopp, Herr Blümchen. Das ist ja eine Sensation. Sie und Otto in die Berge? Ach, schnell noch ein Foto für meine Zeitung. Wunderbar, sehr gelungen. Wohin genau fahren Sie und warum? Wer hatte die Idee? Wir fahren zu Bauer Humpe, Frau Kolumna. Ich will auch mit! Wartet auf mich! Oh, ist das herrlich! Ist das nicht wunderbar? Die Landschaft fährt vorbei. Ja, Otto! Ich will rein! Lass mich rein! Ah. Oliver! Du bist ja auch noch da! Lass ihn doch rein, Benjamin! Na komm! Hoppla! Ach, Schwack! Ach ja! Mit der Eisenbahn in die Ferien zu fahren, ist das Schönste, was es gibt. Hallo. Grüß Gott, Bauer Humpe. Ja, grüß dich Gott, Bub. Hm? Na, wo ist denn dein Freund? Da kommt er. Jesus Maria. Das ist ja ein, wie heißt es das gleich noch einmal? So ein Viech mit einer riesen Nase im Gesicht. Ich bin ein Elefant, mein Herr. Ich bin Benjamin Blümchen. Sehr erfreut. Er ist mein bester Freund. Ja, mei. Und reden tut er auch noch. Ja, Himmi, Herrgott, Grüzi, Türkensakrament noch einmal. Wenn das die Anni sieht, ein Elefant auf meinem Hof. Ja, grüß dich Gott, herzlich willkommen auch. Guten Tag, Bauer Humpe. Und mich begrüßt mal wieder keiner. Unhöfliches Freund. Was soll das? Nehmt mich mit! Oliver! Ja, mein. Was ist denn passiert? Du bist zu schwer, Benjamin. Ich? Bin ich nicht. Also, das sag ich dir. So geht's auf alle Fälle nicht. Nein. Nur wenn du gehst, geht es. Na los! Hier! Ja, mei, das ist ein Gaudi. Ein Elefant vor meinem Karren. Ho, ho, ho. Ah! Hoffentlich werde ich nicht seekrank. Prima machst du dich als Zugpferd, Benjamin. Blümchen! Hm?
Das riecht aber gut. Speckknödel gibt's heute Abend. Resi, mir sonst. Ja, mei, das ist ja ein Elefant. Ja, Frau, das ist Ottos Freund Benjamin Blümchen. Guten Tag, Frau Resi. Grüß Gott miteinander. Ja, mei, der kleine Otto. Groß ist er geworden, der Bub. Ich soll dich schon grüßen, von meiner Mami und meinem Papi. Papa, der ist hier echt der Elefant. Ja, freilich. Weißt, Otto, sie hat sich nämlich einen Elefanten gewünscht zum Geburtstag, die Annie. Und jetzt denkt's, dass Sie ihr Geschenk sind, Herr Blümchen. Na, das denk ich gar nicht. Ich bin doch nicht blöd. Aber krallen tut er mir trotzdem. Komm rein. Aber Annie, und den Otto begrüßt du nicht? Warum? Den kenn ich doch schon. Na, dann kommt's zu Tisch. Ich hoffe, die Knödel sind noch richtig warm. Oh. Knödel. Mein Lieblingsessen. Unverschämtheit. Ich will auch Knödel essen. Warum werde ich nicht eingeladen? Raben essen für ihr Leben gern Knödel, das weiß doch jeder. Jawohl, mir ist schon ganz schlecht vor Hunger. Sieht denn das niemand? Ich verloben. Knödel. Sind da auch Zuckerstückchen drin? Na, Speck ist drin. Ja, dann einen guten Appetit allerseits. Guten Appetit. Guten Appetit. Guten Appetit. Ich habe einen richtigen Elefantenhunger. Die sehen so lecker aus. Na, Zenzi, magst du wohl einen Knödel? Gut war's, Resi. Jetzt ist Zeit zum Schlafen gehen. Du, Papa, können Otto und Benjamin vielleicht bei mir schlafen? Na, da reicht wohl dein Zimmer nicht. Die schlafen in der Scheune im Heu. Und der komische Vogel da, der kann bei den Hühnern schlafen. Keine schlechte Idee. Ach, Otto, ist das herrlich. So schön ruhig. Und die Leute sind so freundlich. Oh ja, und die Bergluft macht so müde. Kein Lärm, keine Aufregung. Huch, Otto! Was ist das? Ach, Gulliver! Na komm! So. Na dann. Schlaft gut, ihr zwei. Gute Nacht, Benjamin. Muss sie immer so früh aufstehen? Na klar, Benjamin. Gibt Frischmulch. Ganz lecker. Wollt's mal probieren? Na klar. Ich auch mal. Doch, Benjamin. Freut, lass noch was übrig. War das lecker. Du, Anni. Wo können wir uns denn waschen? Also, fürs Badezimmer bist du zu groß. Aber ich weiß was. Beim Wasserfall droben. Da geht's. Kommt mit. Wasserfall? Prima. Musik.
nicht, mein Kleines. Otto, guck mal, wie niedlich. Ist das süß. Na, mein Kleiner? Mach's gut. Wiedersehen. Komm her, Vogel. Flieg zum Benjamin. Och, ist das schön hier. So schön, dass ich beinahe weinen muss. Juhu! Komm rein, Benjamin. Denn cool, ich trau mich nicht. Jetzt bin ich ganz nass, du Elefant. Oh, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Das macht doch nichts. Jododihi. Ein Echo. Ein Echo? Töre! Ein Echo. Ein echtes Echo. Komm doch auch ins Wasser, Anni. Na los, komm schon. Oh, Jesus, na, schaut doch mal. Die Wolken. Ein Unwetter kommt. Schnell nach Haus. Mistviech, Elendix. Komm schon. Komm. Himmi, Herrgott, Grützi, Türken, Sakrament noch einmal. Oh. Schau, ein Wetter kommt. Die Ernte, ja, Sakra. Wenn das kein Hagel gibt, Anni. Sieht nicht gut aus da drum. Das wird uns noch fehlen, dass uns die Ernte verhagelt. Und der Misttraktor will auch nicht. Ach, wir werden doch in die Stadt ziehen müssen, Anni. Dann ist das schöne Leben vorbei. Na, nicht in die Stadt, Papa. Ich will hier nicht weg. In der Stadt stinkt so und keine Berge tut's da auch nicht geben. Wegziehen von hier? Ja, warum denn? Wieso denn? Wozu denn? Ja, ja, Herr Benjamin, das Geld. Die letzte Ernte war schon so schlecht. Und wenn's uns dies Jahr die Ernte verhagelt? Ist es aus mit uns, sind wir pleite. Oh, aber das geht doch nicht. Sag, dass das nicht geht. Na ja, Benjamin. Vielleicht können wir die Ernte doch noch retten, Bauer Humpe, wenn alle mithelfen. Nein, ohne Traktor schaffen wir es nicht. Ja, wir sind verloren. Oh, Papa! Ja, ist das so ein Unglück? Das macht mich ja ganz traurig. Da muss ich ja auch gleich. Benjamin, nicht du auch noch. Wir sollten uns lieber was einfallen lassen. Ja, das ist wahr. Du hast ja so recht, Otto. Ha, das wäre ja gelacht. Gelacht wäre das. Töre! Ich hab eine Idee. Was so ein Traktor kann, kann ein Elefant erst recht. Ja. Ich bin der Traktor. Los, Bauerhumpe, auf geht's. Töre! Keine Sorge, das werden wir schon schaffen. Na komm, mein Wägelchen. Oh,
Geschafft. Hurra! Ja! Wir sind fertig! Die Ernte ist gerettet! Ja! Ich will rein! Hä? Wer will rein? Ach, Gulliver! Ist doch schön, gell, Otto? Es hat aufgehört zu hageln. Ach du. Gut, dass wir ein Dach überm Kopf haben. Ja, ja. Na kommt's, dann gehen wir feiern. Ja. Die Ernte ist drin und die Arbeit gemacht. Wir feiern heute Abend bis spät in die Nacht. In der Stadt ist es laut und es riecht gar nicht gut. Drum sag ich Töre und ich nehm meinen Hut. Wir fahren aufs Land mit der Eisenbahn. Hier gibt es noch Ruhe, kräht höchstens ein Hahn. Am Abend, da gehen wir mit den Hühnern zur Ruhe. Denn die Landluft macht müde und die Augen fallen zu. Aber heute wird gefeiert, getanzt und da ist auf dem Feld viel zu tun. Es bleibt nicht viel Zeit, um sich auszuruhen. Kommen Donner und Hagel mit Sturm und Gebraus, dann muss unsere Ernte ganz blitzschnell ins Haus. Am Abend kocht die Resi die Knödel mit Speck. Die schmecken so lecker, drum sind sie gleich weg. Aber es wird gefeiert, getanzt und gelacht. Wir feiern heute Abend bis spät in die Nacht. Vier. Die Resi, die füttert um sechs in der Früh die Hühner und Enten und auch ihre Kühe. Das Pferd ziert den Wagen beladen mit Heu. Am Haus liegt der Hof und ist wachsam und treu. Es wühlen die Schweine mit Wonne im Schlamm. Auf der Wiese grast friedlich ein schneeweißes Lamm. Und heute wird gefeiert, getanzt und gelacht. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll, Herr Benjamin. Hat doch Spaß gemacht. Und Sie können jetzt auf dem Hof bleiben. Ja, ja. Für dieses Jahr sind wir gerettet. Aber was ist im nächsten? Ja, wenn die Getreidepreise sinken, das wäre schlimm. Dann müsste ich doch in der Stadt arbeiten. Aber nein, das darf nicht sein. Was wäre, wenn... Ja, ich hab eine Idee. Otto! Otto! Schnell, Otto, komm mit! Was? Wohin denn, Benjamin? Ins Dorf! Ich muss sofort telefonieren! Jawohl! Töre! Hallo, hier Data Carlo. Hallo,
Cola Caramba. Nö. Colo Colombo. Das heißt, Sekunde mal. Hier Carla Kolumna. Es ist mitten in der Nacht. Hallo, Frau Kolumna. Ich habe eine ganz, ganz tolle Idee. Wir sind doch hier bei Bauer Humpe und dem geht es nicht gut. Und da haben wir gedacht, wir machen hier ein... Ja. Glauben Sie? Ja, großartig. Na sowas, das ist ja sensationell. Ich werde mich sofort drum kümmern. Also dieser Herr Blümchen kann Ideen haben. Niedlich. Komm her schon. Hier Zoodirektor Tierlieb, hallo? Frau Kolumna. Wie bitte? Ach ja. Warum nicht? Kommt mir sehr gelegen. Warum nicht? Jawohl, geht in Ordnung. Keine schlechte Idee. Hallöchen! Jodlo-ho-ho-gefühl aus den Federn. Wir kommen! Was ist das denn? Hallöchen! Was ist? Zwick mi, Bauer, das muss ein Traum sein. Ich sehe eine Karawane. Eine Karawane, sag ich doch. Jesus Maria. Bäuerchen, das sind Ihre Ponys. Ponys? Unsere? Ponys, echte Ponys. Das ist ja wie auf einem Ponyhof. Jawohl. Na ja, wir haben uns gedacht, also so viele Kinder machen gerne Ferien auf dem Ponyhof. Und die Eltern geben dafür auch gerne Geld aus. Und da hatte Benjamin die Idee. Diese großartige Idee? Jawohl. Und Zoodirektor Tierlieb hat sich freundlicherweise entschlossen, diese entzückenden Ponys aus dem Neustädter Zoo... Ihnen zu schenken. Die Ponys für uns geschenkt? Jawohl. Ach, Bauer, ein Ponyhof. Ist es nicht wunderschön? Jetzt können wir wohl für immer hier bleiben. Hurra! Wir haben einen richtigen Ponyhof. Und das steht schon morgen als Sensationsbericht in meiner Zeitung. Bei Bauer Humpe können Kinder reiten lernen, mitten in den Bergen. Bauer Humpes Ponyhof, die Sensation, Freunde. Tja, wir haben ganz schön geschuftet. Sieht doch toll aus. Alles dreht sich jetzt um Ponys. Es ist richtig schön geworden. Richtig schön. Ich kann das alles gar nicht glauben, Frau. Ich bin ganz gerührt. Ja, wirklich. Schön ist. Und ich bin der einzige Ferienpony-Elefant der Welt. Na, wie haben wir das wieder gemacht, dieser Elefant und ich? Ich meine natürlich ich und dieser Benjamin Blümchen. Ich meine, ist ja auch egal, für heute ist jedenfalls Schluss. Hoppe, 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 tschüss.